Was geht ab in Köln? Thank you. Machst du ein Foto, oder? Gefällt dir das? Was sagst du dazu? Habt ihr nicht erwartet, oder? Oh mein Gott, Leute, ich freue mich so sehr. Es ist so schön, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Endlich wieder Normalität. Genießt das, Leute, genießt das. Guck mal, wie wunderschön das ist. Übertreibt nicht. Genießt diesen Moment. Guck mal, wie wunderschön das ist. All diese Menschen, die um euch herum sitzen. Schaut mal bitte nach rechts und nach links. Macht das mal. Guck mal, was für wunderschöne Menschen um euch herum sitzen. Überleg mal, aus Zufall, du guckst so nach rechts und auf einmal sitzt deine Traumfrau neben dir. Überleg mal. Auf der anderen Seite deine Ehefrau. Ich kenne sie auch nicht, ich weiß es nicht. Ich bin endlich auch in der Normalität angekommen. Ich genieße das so sehr. Ich habe letztens wieder etwas gemacht, was ich jahrelang nicht gemacht habe. Ich bin weggegangen. Ich war einfach feiern mit meinen Cousins. Die haben Gin Tonic Abend gemacht. Und ich habe 7 Jahre lang keinen Alkohol getrunken, Leute. 7 Jahre lang. Und ich komme zu denen und meine Cousins, ich muss euch ganz kurz erzählen, wie die aussehen. Die sind so richtig durchtrainiert, muskulös. Gott liebt sie. Die sehen Hammer aus, tätowiert. Die machen Selfie, Calvin Klein Werbung. Ich mache Selfie, ekelhaft bei mir, ekelhaft. Und ich komme an und mein Cousin steht schon dran und macht so Gin Tonic. Und ich so, hey, was geht, Jungs? Und der so, Özcan, Gin Tonic haben, Bruder. Und ich so, cool. Der so, ich mach dir auch rein. Ich so, ich trinke nicht, ich mach trotzdem. Und dann kam er, der so, trink jetzt. Ich so, Milli, ich trink nicht. Der so, trink jetzt! Ich so, ich trink nicht. Der so, trink jetzt. Ich so, okay. Marok, 2 Gin Tonic, danach war ich, I believe I can fly. Ich war jetzt so richtig besoffen. Wir sind zu dritt bei meinen Cousins und machen albanische Party. Kennt ihr albanische Party? Hä? 3 Typen, keine Frauen. Wir so, hey. Oh, Bruder, jetzt geht's ab, Bruder. Tosham, pim, tor. Auf irgendwann sagt mein Cousin so, der Özcan, komm, wir fahren jetzt in die Stadt. Ich so, okay, okay, warte, ich ruf Taxi, Alter, ich will die Kinder. Wir laufen die Treppe runter, sind voll glücklich, wir können sie richtig happy, wir gehen jetzt in die Stadt. Wir so, hey, Marok, Alter. Wir kommen unten an, Taxi steht schon dran, ich mach die Tür auf, aus dem Taxi stinkt's nach Wodka. Der Taxifahrer war besoffener als wir 3 zusammen. Ich setz mich vorne rein und der Taxifahrer klebt so am Lenkrad. Ich so, können Sie uns bitte in die Stadt fahren? Der so, ein Moment. Ich glaube, der Moment ist jetzt vorbei. Können wir jetzt losfahren? Der so, ich hab doch gesagt, ein Moment. Taxi fährt von selbst. Alexa, fahr uns in die Stadt. Dann ging der Kofferraum auf und seine Frau Alexa ist ausgestiegen und hat uns in die Stadt gefahren. Warte. Wir kommen jetzt in der Stadt an und ich sag zu meinem Cousin, ich sag, hey Milli, hör mal zu. Guck mal, ich bin jetzt schon ein bisschen angetrunken, wenn wir jetzt in den Club gehen und ich trinke 2, 3 kurze, dann ist total Schaden. Aber ich bin inzwischen eine Person des öffentlichen Lebens. Und wenn mich Leute so besoffen sehen, machen Selfie oder Video, wäre das eine richtige Blamage. Wenn ich nachher zu dir sag, Meli, ich kann nicht mehr, wir gehen, dann gehen wir sofort, okay? Und der so, auf jeden Fall, Alter. Vertrau mir, wir gehen gleich, Alter, sofort. Und es gibt ja verschiedene Stufen des Besoffenseins. So, erste Stufe ist, du bist so wie wir bei meinen Cousins zu Hause. Du bist so besoffen, du sagst, hey, was geht, Alter, hey. Das kennt jeder von uns. Stufe 2 ist, du bist ein Level drüber. Das ist so wie Stufe 1, du bist so gut drauf, hey. Aber du machst Sachen, die du am nächsten Tag bereust. So, hey, was geht, hey, hast du auch einen Pimmel, Alter? Komm, ich mach Selfie. Warte, ich verlinke deinen Vater, okay. Überhaupt nicht gut. Stufe 3 ist so die Endstufe. Ich nenne sie auch die Photosynthese-Stufe. Da bist du meistens so auf der Tanzfläche alleine und machst so.
ich trinke nie wieder. Ich bin jetzt Stufe 7. Bei mir ist es komplett eskaliert. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich laufe so durch die Menge. Mein Körper und die Erdanziehungskraft haben eine ganz andere Symbiose bekommen. So. Ich laufe, ich suche meinen Cousin. Ich kann nicht mehr. Alles ist für mich so in Zeitlupe. Ich laufe so rum, so. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Ich guck so, ich guck die Frauen an und die auch so, die so ich kann nicht mehr, Leute, ich bin so richtig, ich so, scheiße, wo ist mein Cousin? Auf einmal habe ich so einen Typen getroffen, der war voll auf Kokain auf der Tanzfläche. Ich so, hey Bruder, ist bei dir alles in Ordnung? Der so, ja, ich bin nur müde. Alles gut. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich so, wo ist Meli? Wo ist Meli? Auf einmal kommt mir ein anderer Kumpel entgegen, Gökhan. Ich so, Gökhan, dich hat Gott geschickt. Özcan, was ist mit dir los? Ich so, ich weiß, aber bitte helf mir, Gökhan. Bring mich raus. Der so, okay, komm, Özcan, wir gehen an die frische Luft. Wir kommen aus dem Club raus, Leute. Pff, Sauerstoff. Und ich bin mit Gökhan so Arm in Arm. Ich so, Gökhan, danke dir, Bruder, Mann. Und wenn Männer besoffen vorm Club sind, die dümmsten Dialoge auf dieser Welt. Männer weinen immer so, wenn sie so Arm in Arm sind. Gökhan, du bist mein bester Freund. Özcan, du bist mein bester Freund. Ja, Mann, Gökhan, ich kann dir immer vertrauen, Mann, immer. Ja, Mann, Özcan, warum sind Frauen so scheiße, Alter? Ja, Mann, Gökhan, warum sind Frauen nicht so wie du, Alter? Gökhan? Gökhan? Komm, wir gucken Brokeback Mountain. Ich liebe, dass wieder Normalität da ist. Wir standen vor dem Club, ich habe die Menschen so beobachtet. Und dann gab es endlich wieder Schlägerei. Und ich so, yeah, Mann! Ich habe das so vermisst, Alter! Endlich wieder Normalität! Aber mir ist aufgefallen, es ist wirklich so, dass deine Herkunft eine wichtige Rolle spielt bei einer Schlägerei. Türken sind so impulsive Menschen bei einer Schlägerei. Die sind so mit dem ganzen Körper dabei. Die so, komm her! Nein, komm du her, komm du her! Mehmet, halt mich nicht fest! Dich hält keiner fest, okay? Wisst ihr, vor wem ich aber richtig Schiss habe bei so Schlägereien? Ich habe richtig Schiss vor Russen. Vor Russen habe ich so richtig, da macht man Arschloch so, was? Weil Russen sind nicht so, die überhaupt nicht, die bleiben einfach nur so vor dir stehen, so, die so. Hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Also, da geht dir der Arsch, Junge. Aber die Besten sind die Deutschen. Die Deutschen sind die allerbesten bei Schlägereien. Deutsche sind so. Aufpasse! Aufpasse, junger Mann. Das ist der Hypnosefinger. Aufpasse. Ah, das hast du nicht erwartet, eh? Das hast du nicht erwartet. Aber Leute, ich, nicht, dass ihr denkt, ja, der macht jetzt Witze über Deutsche. Ich liebe Deutschland. Ich schwör's euch, ich liebe Deutschland. Viele Leute beschweren sich, hey, Deutschland, so, überhaupt nicht, Moruk. Ich liebe Deutschland und Gott sei Dank ist Deutschland meine Heimat und ich bin hier geboren, aufgewachsen. Ich liebe es, wirklich. Man muss sagen, es ist wirklich. Es ist so. Weil viele haben ja so Vorurteile. Ich weiß, es gibt so Ressentiments und Vorurteile. Ihr seid so, ihr seid so. Aber man muss damit aufhören, Leute. Man muss damit aufhören. Wir müssen aufeinander zugehen. Kulturaustausch, das ist wichtig, Leute. Und damit meine ich nicht die Deutschen. Nicht immer müssen die Deutschen auf uns Türken, Kurden, Araber, Albaner, Griechen zugehen. Wir müssen doch nach 60 Jahren auch mal auf die Deutschen zugehen, Mann. Überleg mal.
Das ist wichtig, Leute. Wir müssen auf die Deutschen zugehen. Wir müssen herausfinden, so wie ist das? So wie ist bei euch die Kultur? Was macht ihr zu Hause? Wo ist euer Tresor? Ist das wichtig? Ich habe tolle deutsche Freunde. Wisst ihr, ich habe mal in meiner Show erzählt, dass wir Türken keinen Weihnachten feiern. Und einer meiner deutschen Freunde hat das mitbekommen und dem sein Herz ist gebrochen. Der kam letztes Jahr kurz vor Weihnachten zu mir, der so, Öcalan, ich habe gehört, du hast noch nie Weihnachten gefeiert und ich habe mit meinen Eltern geredet und wir würden dich gern einladen zu uns nach Hause an Weihnachten. Ich so, Harald? Nein, der heißt wirklich so. So, ist dein Ernst? Der so, ja. Und ich so, oh mein Gott, ich war so aufgeregt, Leute. Mein erstes Weihnachten. Was soll ich anziehen? Ich habe so meine besten Klamotten angezogen. Anzug, Hemd, Krawatte, Blumen gekauft für die Mutter, Schokolade. Und ich bin dorthin gegangen. Ich war so aufgeregt. Ich habe gezittert, als ich geklingelt habe. So. Und ich mache, Und die haben die Tür aufgemacht. Von innen. Ich war das erste Mal in einer deutschen Wohnung ohne Taschenlampe. Und die Mutter kam zu mir und hat gemeint, Öcalan, schön, dass du da bist. Komm, wir laufen rein. Und ich gehe ins Wohnzimmer, Leute. Und auf einmal steht da vor mir der Weihnachtsbaum. Das erste Mal Angesicht zu Angesicht. Ich bin so nach vorne, ich so, wie geht's? Er hat nichts gesagt, da stand nur so dran. Und ich weiß, dass es das Fest der Liebe ist, Leute, mit wie viel Liebe dieser Baum geschmückt war, diese Geschenke und oben der Stern. Ich so, da fehlt ein Halbmond. Und dann hat die Mutter gesagt, Öcalan, komm, wir gehen in den Essbereich. Und der Tisch war so reichlich gedeckt mit allen kulinarischen Köstlichkeiten, Leute. Schweinebraten und daneben war noch mehr Schweinebraten und noch ein Schweinebraten. Der Tisch war aus Schweinefleisch. Die Tischbeine waren Schweinefüße, so. Aber die Mutter hat zu mir gesagt, Öcalan, mach dir keine Sorgen. Für dich habe ich eine neue Pfanne gekauft und Rindfleisch. Halal, Öcalan, halal. Seht ihr, Leute, in so einem toleranten Land leben wir. Und dann beschweren wir uns auch noch. Das ist nicht richtig, Leute. Das ist nicht richtig. Und dann saßen wir am Tisch. Und die Mutter hat dann zu mir gesagt, Öcalan, du gehörst jetzt auch zur Familie. Ich so, Mama, gib mal Taschengeld, bitte. 1 Euro. Bitte 1 Euro, 1 Euro. Und der Vater hat dann zu mir gesagt, Öcalan, bei uns als Tradition, dass der Gast das Tischgebet spricht. Ich oder was? So oder wie? Könnt ihr wenigstens die Rollläden runtermachen? Integration und so. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Danach war Ruhe, gell? Sogar der Schweinebraten hat gesagt, ach du Scheiße, Alter. Nein, Spaß. Der Schwein hat es nicht gesagt, weil Schweine lieben Moslems. Und wir Moslems lieben auch Schweine, ist auch ein Geschöpf Gottes, nur wir essen es nicht. Und es wissen Schweine, dass wir keine potenzielle Gefahr für sie darstellen. Deswegen sind wir Bros. Letztens bin ich am Schweinestall vorbeigelaufen, da waren zwei Schweine, die so, Salam alaikum, Bruder. Hinten war so eine Kuh, die hat mich gesehen, die so, Mäh. Aber Türke sein ist in Deutschland noch nicht angekommen. Und wisst ihr, woran man das merkt? Das merkst du daran, dass die Deutschen immer noch kein Türkisch können. Nein, lern die Basics. Nicht die Sprache, die Basics. Wenn ihr zum Italiener geht, könnt ihr perfekt bestellen. Ciao, un penne quattro formaggi. Aber uns kackt ihr immer ab, Alter. Ich war letztens im Dönerladen und dann kam so ein deutsches Paar rein, die so, grüß Gott, hallo.
ich hätte gerne einen Lamarkuchen. Und ich so, was will die essen? Wisst ihr, Türke sein ist noch nicht angekommen. Das merkst du daran, dass wir an deutschen Schulen keine türkischen Lieder singen. Ja? Wir sind die zweitgrößte Population, aber türkische Lieder singt man nicht. Wir singen immer noch Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Alter, ich habe in der Schule so oft Kumbaya, my Lord gesungen, ich habe daheim schon angefangen, Baumwolle anzupflanzen, Mann. Das wäre mein Traum. Das wäre mein Traum. Nein, nein, wisst ihr, was mein Traum wäre? Nein, ich nehme alles zurück, es tut mir leid. Mein größter Traum wäre, wenn Deutsche türkische Lieder singen, wenn Türken nicht mal dabei sind. Am deutschesten Ort auf dieser Welt. Am Lagerfeuer. Stellt euch diese Situation mal vor. Bruder, spielt der jetzt Cello oder was? Nein, Morduk, das ist ein Kontrabass. Was laberst du, Alter? Se. Türkischer Soundcheck. Se. Auf Türkisch noch sein, die ganze Zeit, Alter. Se. Hochzeit geht 8 Stunden, die machen 7 Stunden. Se. Hallo? Schön, dass wir uns nach so einem langen Wandertag hier am Lagerfeuer getroffen haben. Die Frauen können jetzt langsam die BHs ausziehen. Leck mich am Arsch. Das nächste Lied, da habe ich eine kleine Geschichte dazu. Da war ich mit meiner Frau, der Sibylle, in der Türkei, in Antalya. Und da sind wir nachts durch diese engen Gassen von Antalya gelaufen. Und auf einmal standen vor uns 3 Türken. Türken. Hast du richtige Dreckskanacken. Also es hat jetzt nichts mit dem Lied zu tun, aber ich wollte es nur mal erwähnen, gell? Das. Und danach haben wir in so einem türkischen Café ein ganz tolles türkisches Lied gehört. Das habe ich heute mitgebracht. Da habe ich auch den Text dazu. Kann ja die Drecksprache nicht auswendig. Drei Kilo Kartoffel. Oh, das ist die Einkaufsliste. Akdeniz, Akşamları, bir paçka, oluyor, hele bir de, aylardan, temmuzisi, bir paçka. Bu sahilde insanlar kovurlar sinsice coşmama elde değil böyle bir akşamda işte ben böyle bir akşamda aşık oldum. Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum. Le 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 kurban le 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 le. Aşık oldum. Und jetzt lasst uns richtig krachen, Mädels. Zieht die Tampons raus. Marmor, Stein und Eiser bricht. Aber unsere Liebe nicht, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu.